Revelio. 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 Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Ich freue mich, darin vorzukommen. Ihr habt den besonderen Geheck. Er ärgert sich so black. Hallo, ich bin's, Gareth. Hast du kurz Zeit? Du hast mich gerufen, Gareth? Ja. Nachdem du mir schon mit der Fupa-Feder geholfen hast, kommst du mir jetzt gerade recht. Ich habe eine Idee für ein Getränk auf Basis von zischenden Wispies, aber eine wichtige Zutat fehlt. Woher nimmst du die Zeit für all das? Und deine Hausaufgaben? Ich habe Zeit für beides. Schaffe das schon seit Jahren. Die Hauptzutat für zischende Wispies sind vermutlich getrocknete Billywick-Stacheln. Davon sollte es einen Vorrat im Keller vom Honigtopf geben. Ich würde sie ja selbst besorgen, aber meine misstrauische Tante Mathilda meint, ich soll mich auf den Zaubertränkeunterricht konzentrieren, nicht auf meine eigenen Gebräue. Ich hatte gehofft, du könntest einen Geheimgang zum Honigtopfkeller folgen und getrocknete Billywick-Stacheln holen. Klingt nicht allzu schwer. Und wer will nicht gern zum Honigtopf? Ah, genial, danke. Der Gang ist hinter der Statue einer einäugigen Hexe im Flur im dritten Stock. Tippe sie mit deinem Zauberstab an und sage Descendium. Kann nicht jemand die Billywick-Stacheln für dich kaufen? Die kann man nicht kaufen und der Keller kann jederzeit verschlossen werden. Der beste Weg hinein und hinaus ist also der Geheimgang.
Willst du etwa, dass ich sie stehle? Meine Güte, ich verlange ja nicht, dass du Gringotts ausraubst. Der Honigtopf hat ja mehr als genug davon. Die braucht man für Süßigkeiten. Die vermisst doch niemand. Mal sehen, was ich tun kann, Gareth. Na gut, du darfst als Erster mein neuestes Gebräu probieren, wenn du mir hilfst. Vielleicht kann Amit mir bei den Hausaufgaben für Zaubertränke helfen, damit meine Tante die Zügel lockert. Ich muss diese getrockneten Billywig-Stacheln für Gareth besorgen, damit er sein Gebräu fertigstellen kann. Eine einäugige Hexenstatue dürfte leicht zu finden sein. Das scheint die richtige Statue zu sein. Was war das Passwort? Descendium. Oh, wer hätte all das hier unten erwartet? Ein Aufzug. So geht's wohl runter. Sieht aber kaputt aus. Reparo. Das scheint gewirkt zu haben. Dieses Schloss überrascht mich immer wieder. Incendium. Ich sitze in der Falle. Wie komme ich hier raus? Incendium. Incendium. Revelio. Incendium. Legion. Ich muss irgendwie daran vorbeikommen. Oh.
Incendio! Reparo! Incendio! Levioso! Incendio! Reparo! Incendio! Levioso! Irgendetwas steht der Plattform im Weg. Noch einmal, dann schaffe ich es rüber. Levioso! Das hat geklappt. Hier muss der Ausgang. Ich muss einen Weg finden, dieses Tor zu öffnen. Confrigo! Riecht süß. Der Honigtopf muss in der Nähe sein. Manchmal führen alle Wege nach Hogsmeade. Der Honigtopf. Ich rieche Schokolade. Wo finde ich die getrockneten Billywig-Stacheln für Gareth? Revelio. Gut. Ich hab die Billywig-Stachel. Jetzt zurück zu Gareth. Kannst du dir kaum vorstellen, wie sein neues Rezept wohl wird? Hallo, Gareth. Ich habe die Billywig-Stachel. Du hast sie. Fantastisch. Das war aufwendiger als gedacht. Ich hätte gerne eine Gegenleistung. Klar, mit so viel Mühe hätte ich nicht gerechnet, aber ich bezahle dich gerne. Danke nochmal. Ich melde mich, wenn mein zischendes Whisbier fertig ist. Hier. Hm.
Akio! Das kann doch nicht so schwer sein wie... Hallo, Lenora. Was siehst du dir da an? Alle halten mich für durchgeknallt. Samantha denkt, ich sei verrückt. Aber das liegt an diesem Bild. Ich habe es noch nie bemerkt. So wie ich Hogwarts kenne, taucht ein leerer Rahmen nicht ohne Grund auf. Da steckt mehr dahinter. Hast du inzwischen etwas über das Gemälde herausgefunden? Ich habe herausgefunden, dass Lumos einen Effekt hat. Aber wie soll ich weiter vorgehen? Wenn ich Zeit habe, sehe ich mich mal um. Könnte interessant sein. Ich habe mir lange genug das Hirn zermartert. Ich hoffe, du hast mehr Glück als ich. Komm bitte zu mir, falls du über etwas Erhellendes willst. Lumos. Das muss ein Hinweis sein. Ich sollte schauen, ob es in der Nähe ist. Das würde ich außerhalb des Schlafsaals nicht anziehen. Das sieht aus wie der Ort auf dem Gemälde. Was ist so besonders daran? Lumos! Zurück in den Rahmen mit dir, Kleine. Die Motte hält an. Weitermachen. Lumos! Ich wusste, es gibt eine Verbindung. Ich sollte Lenora sagen, dass ich das Rätsel gelöst habe. Lenora, ich habe das Rätsel des Bildes gelöst. Wirklich? Wie? Ich habe den Ort auf dem Bild gefunden und mit Lumos eine Motte zum Rahmen gelockt. Alles sehr logisch, ja. Schade. Ich war so nah dran, es zu lösen. Du hast ein Händchen für Rätsel. Natti ist auch gut darin. Amit auch, obwohl er sie zu ausführlich erklärt. Ich bin froh, dass es gelöst ist. Die Motte! Wie habe ich das übersehen? Heute behandeln wir ein wahrhaft spannendes Ereignis. Den Koboldaufstand von 1752 mit all seinen Triumphen und Tragödien. Aber vor allem werden wir uns mit den verheerenden Folgen für die Zaubereimühlenindustrie befassen. Während der vielen Koboldschlachten gingen unzählige Zauberumhänge verloren, ja. Tatsächlich
Wissen wir, wie viele genau? 632. Doch Geschichte geschieht außerhalb des Klassenzimmers. Und schon ist es Zeit für meinen Spaziergang. Man kann die Geschichte, die durch Hogwarts fließt, praktisch aufsaugen. Ich glaube, der Professor will, dass wir ihm folgen. Und jetzt begeben wir uns zur Eingangshalle des Glockenturms. Sie wurde gemeinsam mit dem Rest des Confringo! Fertiggestellt. Die Halle sowie die Glockentürme darüber sind mit einer Vielzahl von Schön, Sie wiederzusehen. Haben Sie sich von diesen lästigen Drachenpocken erholt? Das war nicht ich, Professor. Ich bin neu hier. Tatsächlich? Nun denn, willkommen. Zweifelsohne erwarten Sie bereits voller Spannung meine Analyse der diversen Zaubererräte, Kodizes, Statuten und natürlich der Koboldaufstände. Nicht alle Kobolde sind aufrührerisch. Einige wagen sich in die Zaubererpolitik, wie Irgit, der Hässliche. Andere sind talentierte Handwerker, wie Brackbor, der Prahler. Sagten Sie Brackbor? Den Namen kenne ich. Lodgok meinte, er wäre ein Vorfahre von Ranrock. Wohl bekannt für seine Metallarbeit. Ich könnte mir denken, viel von seinem geschmiedeten Eisen und Silber ist bis heute erhalten. Wo waren wir? Oh, ja. Zurück zu unserem Thema. Grimbald Weft. Eine weitere nennenswerte historische Figur. Er ist ganz in der Nähe. Revelius! Können Sie mir sagen, wo ich Grimbald Weft finde? Ah ja, Grimbald Weft. Flink mit Nadel und Faden, der Gute. Er ist ein faszinierendes Relikt des Koboldaufstands von 1752. Er ist ganz in der Nähe zu finden. Er hockt in seiner Kiste. Ohne seine Handschuhe und Geschick mit der Nadel hätten tausende Hexen und Zauberer. Dieser unscheinbare Flex. Wagadus Geschichte ist nun ja etwas anders als die von Hogwarts, gelinde gesagt. Aus der Eingangshalle des Glockenturms. Wissensdurstige junge Schüler täten gut daran, ihn ausfindig zu machen. Den Unterricht zu verlassen, um durch die Schule zu wandern, entspricht Professor Binns Lehrmethode. Alohomora. Diese Besenreste sind alles, was von der Hexe Celine Wardenby übrig blieb. Mond apparieren. Sie wurde nie. Sir Skagglethorpe, der Achtlose, spielte eins gegen einen Bergtroll Reise nach Jerusalem. Rate mal, wer gewonnen hat. Thank you.
Ah, ich sehe, Sie haben Grimbledraft gefunden. Ja, es hat Spaß gemacht, ihn zu suchen. Der Nervenkitzel akademischer Unterfangen. Ich kenne das Gefühl nur zu gut. Wenden wir uns nun der einnehmenden Persönlichkeit und allgemeinen Gutmütigkeit von Sir F. Puddle zu. Er ist auch in der Nähe. Sehen Sie, was Sie von ihm für die nächste Aufgabe erfahren. Ein Gefolge treuer Ritter leistet seine ewige symbolische Wache über den Glockenturm. Statuen. Revelio-Rittern. Nur damit Sie mich recht verstehen. Aufmerksame Schüler können die Statue von Sir F. Puddle von der heiteren Riegen der Ritter erblicken. Wer bei Geschichte der Zauberei durchfällt, ist verdammt, sie zu wiederholen. Die Klasse, meine ich. Kampf gegen blutrünstige Drachen. Dem schafft es, dass die interessanteste Schule der Welt richtig öde erscheint. Auf Plätzen und in Küchen, wo sein warmes Lächeln und seine Heiterkeit unter alten Freunden und Neuzugängen beliebt machten. Die Statue zu schließen. Sir F. Confringo! Schüler beschweren sich. Professor Binz, ich habe Sir F. Puddles Statue entdeckt. Sehr gut. Leider war Sir F. Puddles Freundlichkeit sein Verhängnis. Er starb bei dem Versuch, sich mit einem Basilisken anzufreunden. Augenkontakt ist nicht immer zu empfehlen. Er war so beliebt, dass selbst einige Kobolde um ihn trauerten. Das kam bei den anderen Kobolden natürlich nicht gut an, denn die meisten von ihnen wollten nicht um einen Zauberer trauern. Schade, dass sie nicht miteinander auskommen. Aber stellen Sie sich vor, wie langweilig meine Vorlesungen ohne Koboldaufstände wären. Die Geschichte pflegt sich zu wiederholen. Sie ist eine Reihe von Mustern, was sowohl beruhigend als auch beunruhigend ist. Kluge Schüler wie Sie werden daraus lernen. Geschichte wird von denen geschrieben, die ihre Hausaufgaben machen, sagt man. Zumindest sage ich das gerne. Scheint so, als wären wir alle mal wieder auf einer von den Schnitzeljagden. Wie können wir so viel tun und so wenig erreichen? Revelio!
Dachdorf, Freunde, sei Verlass. Verzeihung, ist alles in Ordnung? Nein, ganz und gar nicht. Es waren nur noch 2 Glocken übrig, aber sie musste ja alles verderben. Ich kann dir nicht ganz folgen. Wer ruiniert alles? Und welche Glocken? Professor Black hat Mr. Moon befohlen, die Glocken im Glockenturm abzunehmen, weil sie ihm Kopfschmerzen bereiten. Sie gehören zu Hogwarts. Das wollte ich nicht zulassen. Also bat ich meine Freundin Adelaide, mir zu helfen, sie wieder anzubringen. Wir waren schon immer ein Duo. Adelaide und Evangeline. Eddie und Evie. Naja, alles lief prima, bis Black plötzlich Fragen stellte. Da war sie mit unserem Regelbruch nicht mehr einverstanden. Nun weiß ich nicht weiter. Ich weiß nicht, welche Glocke wohin gehört. Vielleicht kann ich beim Aufhängen der Glocken helfen. Ja, das wäre wunderbar. Die Glocken sind im Glockenturm, direkt über dem Musikraum. Du bist eine größere Hilfe als Adelaide. Ich schätze mal, die Glocken sind im Glockenturm. Diese Sache mit dem Skriptorium. Die Glocken müssen oben sein. Alohomora. Wingardium Leviosa. Ah, gefunden. Irgendwie muss ich die da hochbekommen. Vielleicht mit Wingardium Leviosa? Rebellion.
Revelio. 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 Accio. Wingardium Leviosa. Das war nicht so schwer. Evangeline sollte erfreut sein. Im Gegensatz zu Black. Die Glocken hängen wieder, Evangeline. Du machst der Schule alle Ehre. Ich kann es kaum erwarten, sie zu hören. Und dass der Schulleiter sie hört. Ich würde gern sein Gesicht sehen. Künftige Generationen wissen deine Tat vielleicht nicht zu schätzen, aber ich schon. Und ich hoffe, du auch. Du weißt ja nicht, wie viel das bedeutet. Mir und Hogwarts.